Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frey Zockt F1 2013 in der Saison Challenge. Wir haben uns hier Grosjean ausgesucht vom Lotus F1 Team, wollen uns langsam nach oben kämpfen vom Mercedes AMG Petronas Team zu Red Bull und wir versuchen hier ganz einfach mal gescheite Rennen abzuliefern auf der Schwierigkeit leicht. Für alle, die das noch nicht so ganz verstanden haben, warum leicht, ich muss ja irgendwo mal anfangen und ich habe einfach gedacht, okay, wir fangen mal auf leicht an, lernen mal so ein bisschen die Strecken kennen, die wir hier so fahren können und arbeiten uns hoch zu schwer, wo wir dann auf die Nase kriegen oder eben nicht. Das werden wir dann sehen. So, erstmal geht's aber jetzt hier weiter irgendwie mit Deutschland, dürfte dann der Nürburgring sein. Hockenheimring war ja in der letzten Version, Nürburgring ist in dieser Version und deshalb würde ich sagen, Saison Challenge, Deutschland, let's go. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir das Ganze abschließen. Auf leicht dürfte das ja keine große Herausforderung werden, aber ich muss ja irgendwo mal so ein paar Strecken kennenlernen und ja, Fahrverhalten kennenlernen und so ein bisschen Erfahrung. Der Kalender führt uns heute zum großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Ja, so ein bisschen Erfahrung sammeln eben mit dem Spiel, mit dem Fahrverhalten, mit den Reifen. Und ich habe da keine 300 Testtage oder so irgendwas zur Verfügung wie ein richtiger Formel 1 Fahrer. Die machen ja schon Vorsaisontests und Simulatorentests und Haumichblau-Tests und ich habe das nicht und deshalb nutze ich einfach die Gelegenheit hier. So, wir wählen für die Strecke das schnellste Setup, was wir für die Strecke hier bauen können. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal raus und gucken mal, ob wir uns hier qualifizieren können. Ja, Mercedes im letzten Rennen ja nicht so der Knaller gewesen. Lauda regt sich tierisch auf. Mal gucken, ob wir hier besser unterwegs sind. Schauen wir mal. So, Reifen sind warm. Abnutzung passt. Oh, ich habe, glaube DRS vergessen. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, da war ich ein bisschen langsam. So. Ja, jetzt endlich auch mal Curse benutzen. Oh, ich fahre echt miserabel, Leute. Vielleicht mal die Bremsen nach hinten stellen. Vielleicht hilft das hier ein bisschen was. So, hier im zweiten Gang durchrollen lassen. Dann können wir hier wieder raus beschleunigen. Und jetzt kommen zwei ganz schnelle Kurven. Da sollte die Linie einigermaßen passen. Bei uns hat sie gepasst. Und dann wieder anbremsen hier auf das kleine Gewirs. Und es ist wirklich die Frage, ob wir es schaffen, uns hier mal ein bisschen abzusetzen und eine geile Zeit zu fahren, dass wir wenigstens hier auf Pol stehen. Oh, eben gelingt uns ein bisschen das Absetzen. Und dann verbremse ich mich hier. Na sauber. Na sauber. Ah. Aber nur Verwarnung abkürzen. Na, Rundenzeit ungültig. Okay, super. Das Qualifying habe ich in der letzten Schikane weggeworfen. Ja. Wir hätten auf Pole fahren können. Die letzte Schikane. Vielleicht hätte ich nicht das 50-Meter-Schild, sondern das 100-Meter-Schild nehmen sollen, zu bremsen. Wie auch immer, wir starten eben von hinten. Wir springen mal weiter. Ich will das jetzt nicht resetten, ist ja leicht. Kann ich euch wenigstens mal einen gescheiten Fight bieten? Ja, ja, genau, so fühle ich mich. Trotzdem muss ich lachen, weil, ja. So schnell geht's. So nah liegt Glück und Pech beisammen. Ja, komm, nimm den Arm, ist gut. Dampfen wir ab. So, wieder Wahnsinnsfotos, wahnsinnig beeindruckend. Monaco in der Nacht. So, wir kriegen ja, glaube ich, nochmal die Auswahlmöglichkeit jetzt hier für ein paar Einstellungen. Und da werden wir jetzt mal gucken, dass wir da noch ein bisschen schrauben. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich schon nicht hinten irgendwie in der Stabilität ein bisschen was machen kann, dann kann ich vielleicht vorne mit dem Frontflügel noch ein bisschen was machen. Und die Option, die nehme ich mir gerne, indem ich das ein bisschen höher stelle und dann vorne ein bisschen mehr Grip habe.
wenn ich einlenk. Ja, dann gibt's ein 5-Runden-Rennen. Das geht von Platz 22 aus. Wir starten natürlich mit den weichen Reifen und fahren mit den weichen Reifen auch durch. Und ich weiß nicht. Gibt's hier noch die Option, euch mal zu zeigen, wie man es richtig fahren würde? Also so wird man richtig fahren hier. Eine perfekte Runde auf dem Nürburgring ist schwer zu fahren. Nach Kurve 16 geht es zu Start-Ziel. Hier musst du mit Kers auf Top-Speed kommen. Nutze das Kers voll, nach der Start-Ziellinie bekommst du ja Neues. Jetzt in Kurve 1, die Strecke neigt sich zur Seite. Orientier dich am Poller rechts und nutz links den Asphalt neben der Strecke. Der ist gerutscht. In Kurve 2 starkes Untersteuern, dann wieder bergab und rechtzeitig bremsen, während du in Kurve 3 einlenkst. Rechts einlenken, nutzt die Curbs am Ausgang und den Asphalt links neben der Strecke für Topspeed auf der Geraden. Kurve 6, eine schnelle Linkskurve führt dich in Kurve 7. Nutze auch hier die Curbs am Ausgang. Auf die Gerade bergab zur Dunlop-Kurve. Das ist Kurve 8. Diese Kurve hängt, du kannst sie schneller durchfahren, als du zunächst denkst. Zieh das Auto nach rechts und katapultiere dich auf die nächste Gerade hin zur Vollgas-Linkskurve. Weiter nach rechts in die Schumacher-S-Kurve. Weiter bergauf zur Kurve 11, einer 90-Grad-Linkskurve. Direkt nach dem 100-Meter-Schild bremsen und viel Speed mitnehmen. Nutz die Curbs am Ausgang. Dann nach rechts in Kurve 12 einlenken. Nutz wieder die Curbs am Ausgang für maximalen Speed auf der nächsten Geraden und in der Vollgas-Rechtskurve 13. Bring das Auto nach rechts und bremse kurz nach dem 100-Meter-Schild. Sei in der letzten Schikane nicht zu gierig, sonst verlierst du Speed. Dann in die letzte Kurve, die dich wieder auf die Start-Zielgerade führt. Nutz die Curbs am Ausgang und alles Kers, was du noch hast. Das war eine Runde auf dem Nürburgring. Tja, und da haben wir es weggeschmissen. Und so geht's. Naja, wir starten mal rein. Unser Teamkollege startet auf 2, wir auf 22. Wir haben also gut 20 Plätze gut zu machen, bis wir mal einen Teamkollegen schlagen. Und ich würde sagen, gucken wir uns mal an, ob uns das gelingt. Ich meine, die Strecke ist ja aus anderen Formel-1-Spielen schon bekannt. Auch aus F1 2011 war sie, glaube ich, drin. Wechselt sich ja mal ab mit dem Hockenheimring im Formel-1-Kalender. Von daher, naja, schauen wir mal. Wir sollten schon hinkriegen. Das Auto, was wir haben, ist ja nicht schlechteste. Und 5-Runden-Rennen, das sollten wir schon packen. Thomas Grosjean liegt im Duell mit seinem Rivalen mit einem Punkt hinten. Tja. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Ja, ich kann gar nicht auf... Ich kann gar nicht mal auf fettes Benzingemisch oder so schalten. Das geht schon mal gar nicht. Vorne fährt unser Auto. Bremst mal ein bisschen früher, weil ich habe Angst, dass da einer nach innen zieht. Wow, Poller, Poller, Poller. Oh, beschleunigt doch, ja. Die üblichen Probleme im Verkehr. Man kommt einfach nicht durch. Ich werde geschubst. So, mal gucken, ob wir uns jetzt wenigstens vor denen halten können und Bianchi hier mal ausbremsen. Das ist ja ein Drama, diese lahmen Kisten da vor der Nase. Da durchzukommen, ohne einen Crash zu bauen, das hat schon was. So. Vor uns ist Bottas, den kennen wir ja auch noch. Aus unserer Karriere, ui. Ui, ja, das war nix, Klammer zu. Das war auch nix, Klammer zu. Ja, die Linienwahl hier oben. Aber wir haben keine Beschädigung am Auto. Und hoffen einfach mal drauf, dass wir uns hier aufgrund des Schwierigkeitsgrads einfach durchsetzen können. Und in den nächsten Runden noch ein paar Plätzchen gut machen. Wenn wir solche Fehler weglassen, könnte uns das auch noch gelingen. Beinahe subtil noch abgeschossen.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir schon auf leicht fahren, ne, eigene Hürde müssen wir immer einbauen. Oh Mann, ey, ich lass doch schon nur rollen und dann ist er trotzdem noch langsamer. Wenn wir schon auf leicht fahren, dann starten wir halt von hinten, habe ich mir gedacht. Und habe deshalb einen Fahrfehler eingebaut. Oder auch nicht, Klammer zu. Ich habe einfach gemacht, ja, ich fahre die Strecke hier nicht so oft. Fahre sie eigentlich gerade, ich glaube, zum ersten Mal. So, hier können wir uns aber ranbremsen, vorbeibremsen, dann hier raus beschleunigen, sehr schön. Mal wieder ein Plätzchen gut. Diesmal hier aufpassen, dass wir da nicht in den Dreck fahren. Können wir hier noch ein bisschen Speed mitnehmen. Hier im dritten Gang durch. Da auch im dritten Gang durch. Und dann passt das schon. Nee, Curse, komm mal. DRS haben wir immer noch nicht. Mehr Curse. So, hier mal vorbeibremsen. Und vor uns liegt schon unser Rivale Grosjean, der Platz um Platz verliert. Du musst das nächste Auto überholen. Das ist ein Rivale. Und langsam haben wir auch so einen Grip auf den Rädern, dass ich hier so fahren kann, wie ich gerne würde. Ja, und sogar hier so Beschleunigungsduelle gewinne. Und abseits der Linie mich außen vorbeibremse und fahr. Ui, ja, das ist mal ein bisschen viel gerutscht hinter Gutierrez. Uah, hat der zugemacht hier die Bremse. So. Jetzt ist noch die Frage, wo ist unser Teamkollege? Da dürften Welten vor uns sein, weil die Schleicher uns hier aufhalten. Ich kann ja irgendwie keine Kurve so fahren, wie ich sie gern fahren würde, weil ich immer ein Auto vor mir stehen habe. So. Super, der hat DRS offen, ich habe DRS offen. Lenkt doch rein. So. So, da auch nochmal DRS und Curse und alles, um an Perez ranzukommen. So, dann haben wir hier vorne schon Maldonado. Ja, ich lieg schlechter, als ich erwartet habe, weil es Qualifying ja für einen Eimer war. Wow! Ja, hat's Perez wieder geschafft, weil ich vom Gas gegangen bin, weil ich Angst hatte, dass ich den rumdrehe. So, wieder neben Perez gesetzt durch ein bisschen andere Linienwahl. Da ausgebremst. Was war das hier mal gescheit erwischen. Und jetzt will ich da vorne natürlich ran, dass ich in der DRS-Zone dann DRS nutzen kann und an ihm vorbeigehen kann. So, Maldonado, mach dich mal bereit. Ja, die Speed ein bisschen falsch eingeschätzt. Vorteil dürfte ich trotzdem nicht gehabt haben. Also bleiben wir auf der Position. Hey. Ja, da kämpfen wir uns ganz schön nach vorne. Wir fliegen hier durchs Feld. Ich meine, gut, ist auch leicht. Ist nichts anderes zu erwarten. Alles andere wäre erschreckend, wenn ich hier nicht durchs Feld fliegen würde. Letzte Runde, mal gucken, ob wir die noch einigermaßen gescheit hinkriegen und dann noch den ein oder anderen Platz gut machen können.
Komm, einlenken, 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 einlenken. Wow. So, da kommen wir runter in die Kehrer. Und zu langsam. Komme ich normalerweise im zweiten Gang durch, habe ich nicht optimal genutzt hier. Nur ganz leicht nur die Randsteine angetippt und dann hier hoch. Ja, war auch wieder nix. Nee, obwohl wir schneller unterwegs sind wie die ganze Zeit zuvor, das liegt aber daran, dass wir keinen vor uns haben, kommen wir da vorne an die Jungs ganz schlecht bis gar nicht ran. Und ja, das ist das, was am Schluss zählt, nicht die schnellste Runde, sondern die Position. Und da müssen wir uns wohl mit dem 9. begnügen heute in dem Rennen, aber wir haben Grosjean geschlagen und das ist ja schon mal ein Vorteil, denn wir haben unseren Rivalen dann schon mal weggebügelt. Ja, wäre der 11 oder besser, haben wir sogar erreicht. Ja, ein schlechtes Qualifying kann manchmal auch hilfreich sein. Ein Teamkollege haben wir aber leider nicht geschlagen. Leider, leider. So, Grosjean ist bis auf den 14. zurückgefallen. Das ist auch mal interessant. Ja, und die schnellste Rundenzeit, ihr seht es hier, mit 1,36,7 haben wir. Ist halt auch leicht. So einfach ist. So, gucken wir uns mal die Wertung an. Da liegen wir mit 20 Punkten hinter Nico Rosberg, der 27 Punkte hat und Vettel hat 50 Punkte, weil er schon zweimal gesiegt hat. Das gibt nur ein hartes Stück Arbeit, aber vielleicht können wir ja Team wechseln gleich und vielleicht haben wir dann ein Auto, was ein bisschen besser liegt, ein bisschen schneller fährt, ein bisschen alles drum und dran ist. Schauen wir mal. Sind ja nur 10 Rennen und ich hätte vielleicht ein bisschen weiter unten anfangen sollen, wenn ich auf Fleisch spiele. Ich weiß ja nicht so 100%. Ich mache das ja zum ersten Mal. Ja, ist immer schwer zu sagen, wenn man es zum ersten Mal macht, wie man es denn richtig macht oder nicht richtig macht. So, da haben wir schon Vertragsangebote von Lotus. Und ich würde sagen, den Vertrag nehmen wir an. So, dann wechseln wir dann zum Lotus, da sehen wir dann das Team-Logo, die Musik. Hier im Spiel habe ich ja deaktiviert aufgrund von Content-ID-Treffern, die ich hatte. Schade, schade. Und dann sind wir in der F1 Challenge, Saison-Challenge, jetzt bei Lotus und müssen jetzt einen neuen Rivalen auswählen. So, Grosjean haben wir ja rausgekickt. Gucken wir gerade mal hier. Nächstes Rennen ist Silverstone und da haben wir, ja, gut Plätze gewonnen, aber ja, jetzt zählt es erstmal, nächsten Rivalen auszuwählen, denke ich. Und das Interessante ist, ja, wen machen wir jetzt zum Rivalen? Eigentlich liegt der hinter uns, ist eigentlich ein Witz. Wen machen wir zum Rivalen? Welche Autos würden wir noch ganz gerne fahren? Ich will noch nicht einen Vettel nehmen und dann gegen den kämpfen. Nehmen wir mal einen Massa. Der ist punktgleich mit Alonso. Ich will nicht Alonso rauskegeln, dann gegen Massa oder mit Massa fahren, sondern ich will als Massa gegen Alonso fahren. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Wählen wir Massa als Rivalen. Und dann sitzen wir vielleicht im nächsten Rennen schon, oder nach den nächsten beiden Rennen, dann schon in einem Ferrari. Gut, an der Stelle sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Klickt auch wieder rein, wenn es heißt, ja, Nick Frei zockt die Saison-Challenge. Dann mit dem Rennen in Großbritannien und dann in einem Lotus sitzend und gegen Ferrari fahrend. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ich sage erstmal danke, dass ihr dabei wart. Und wünsche euch noch bis zum nächsten Mal viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.